Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von P&J Veranstaltungstechnik. Heute stellen wir euch unsere Mikrofone vor. Sorry, dass das so ein bisschen blöd ist, aber die Technik spinnt heute ein bisschen. Und wir haben eigentlich zwei Marken, die wir benutzen für Mikrofone. Einmal Fame von Music Store. Das haben wir euch ja letzte Woche schon im Video von der Box gezeigt. Oder gesagt, dass es das dazu gibt. Das ist ein Kabelmikrofon, das über so ein XLR-Kabel angesteuert wird. Das ist das Fame MS1800 MK2. Das hat hier einen An-Ausschalter und einen abschraubbaren Schutz hier vorne. Das zweite Mikrofon ist ein Funkmikro von Fame, von MacRipt, von Konrad Electronic. Hier unten hat man einen An-Aus-Button, wo es immer blinkt, wenn die Batterie voll ist. Die Batterien tauscht man, indem man hier unten einfach den Metallring abschraubt und dann sind hier zwei AA-Batterien drin. Ja. Das ist alles mit dieser Station hier gekoppelt, also das Funkmikro. Die Station hat zwei Antennen, damit man von überall was empfangen kann. Dann hat man hier die Information, dass das Gerät läuft. So, hier ist der Powerknopf. Dann sieht man, über welche Antenne gerade das Signal empfangen wird. Und irgendwas anderes. Dann ist hier der Schalter für die Lautstärke. Das kann man hier ein bisschen regeln. Dann steht hier oben nochmal MacRipt Free One drauf. Und hier hinten sind die Anschlüsse. Einmal können wir es über ein XLR-Kabel anschließen. Dann ist hier der Strom, um zu muten. Und für einen 3,5 Zoll Klinkeranschluss. Dazu gibt es dann dieses Stromkabel. Das kriegt man eigentlich in jedem Elektrogeschäft. Und dann haben wir hier noch extra dazu gekauft, also nicht für das, sondern für die Boxen, um die mit dem Mischpult zu verbinden, einmal ein Neutrix 5 Meter Kabel. Man kann das dann hier hinten auch einstecken und dann benutzen. Ich würde sagen, wir springen direkt über zum Test an der Box. Und das können wir euch jetzt auch mal zeigen. Ich hole mal schnell die Box. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier die Box mal aufgebaut. Das Video dazu verlinken wir euch jetzt hier oben mal in der Infobox. Hier sind die Eingänge für Mikrofon 1 und Mikrofon 2. Hier sind dann die ganzen anderen Eingänge und die Bassregler und so. Wir starten einfach mal mit dem einfachsten, dem Kabelmikro. So. Das hier kommt einfach mal hier ins. Das Kabel hier kommt da rein und das Kabel hier kommt, weil es das erste Mikrofon ist, das wir benutzen, in Mikrofon 1, in den Eingang für Mikrofon 2. Hier müssen wir jetzt keinen Strom anschließen, da das alles über die Box geht. Beim Funkmikro ist das alles ein bisschen anders. Da haben wir hier diese Box.
Das stecken wir einmal hier rein, das Stromadapter. Und dann gehen wir zu unserer Steckdose und stellen das am besten ein bisschen erhöht hin. Das machen wir jetzt mal hier hin, weil es sonst Rückkopplungen geben kann. Da es jetzt das zweite Mikro ist, was wir benutzen, stecken wir das jetzt ins Mikrofon 2. Dann gehen wir mit dem Kabel hier zu unserem Empfänger und stecken das hier rein. Und hier sehen wir jetzt, dass hier Power drauf ist, aber man sieht noch nicht, wo das empfangen wird. Das stellen wir jetzt wieder weg und machen das Mikrofon an. Aber da wir hier noch nirgendwo, also ich kann ja mal reinreden, hallo, oder ins Funkmikro, hallo, man hört nichts. Deswegen müssen wir jetzt hier die Mikrofone anmachen. Hallo, 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 hallo. So, jetzt ist der Sound in Ordnung. Wir können vielleicht noch ein bisschen höher reingehen und den Master ein bisschen runterregeln. Der Sound ist schon in Ordnung. Ja. Mann! Egal. Warum? Ich brauche es nicht. So, der Sound ist jetzt beim dem Kabelmikrofon in Ordnung. Wie ihr gerade am Anfang gehört habt, lag das Mikrofon so zur Box, das darf man nicht machen, weil es sonst Rückkopplungen gibt. Deswegen schön immer weghalten. Das können wir jetzt runterregeln und das zweite anmachen. Das machen wir nicht so laut, weil es da schneller Rückkopplungen gibt. Dann machen wir das an und ich gehe am besten einfach mal aus dem Raum und mache es dann an. Und ihr könnt dann ja mal hören, wie das sich anhört. Hallo, hallo, wie geht's euch? Ihr hört, der Sound ist wahrscheinlich in Ordnung. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den restlichen Videos. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und gerne auch ein Abo dalassen und ein Like dalassen. Und nächsten Samstag gibt's dann wieder ein neues Video. Viel Spaß dabei. Bye.